Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Und Socki ist bereit. Und unser Kollege hier auch. Wie heißt er eigentlich? Feindal? Feindal? Feindal, glaube ich. Okay, in der letzten Folge haben wir uns, glaube ich, vorbereitet. Ist ein bisschen her. Bei mir. Genau, betritt das Dämmergrab. Wir müssen den Skelettschlüssel zurückbringen. Ich würde sagen, das machen wir in dieser Folge auch gleich. Ja, da lang. Du kommst mit, ne, Kollege? Ja, der kommt mit. Haben wir das? Eine Minute sollte ich entbehren können. Ich gar nichts. Ich bin also dieses Mal nicht allein unterwegs. Wir haben endlich mal einen Komparsen mit dabei. Einen Buddy. Eigentlich nur einen, der unser Zeug schleppen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass der viel reisen wird. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist denn das Dämmergrab? Diebesgilde, okay. Das ist doch ein gutes Stück da drüben. Dämmergrab. Können wir da schon hin? Okay, den haben wir also noch nicht entdeckt. Falkenring. Helden. Wir könnten die Wächtersteine, wir könnten von den Wächtersteinen aus eigentlich hier runter nach Falkenring. Ich überlege gerade, dann machen wir hier eine Rast und dann das letzte Stück noch. Also wird es wahrscheinlich in dieser Folge so aussehen, dass wir eine kleine Reise machen. Zu Fuß. Aber vielleicht passiert ja was auf dem Weg, wer weiß. So, oh. Auch schön. Könnte ich mir auch gut in meiner Sammlung vorstellen, das Ding. Oh, schon Stufe 24. Es geht voran, es geht voran. So, ihr merkt schon, es ist ein bisschen, es dauert ein bisschen länger zum Laden. Das liegt daran, weil ich die Grafik ein bisschen hochgeschraubt habe. Sollte es aber ruckeln oder zittern oder sonstige Sperenzchen machen, dann werde ich die Grafik auch wieder runterschrauben müssen. Aber so sieht das schon echt richtig schön aus. So, ich glaube, wir gehen in... Da ist eine Kiste. Gehört die dir, Kollege? Oh, eine Angel. Ah, okay. Das ist also der Skelettschlüssel. Und ihr seht schon, damit kann ich wackeln, so viel ich will. Der bricht nicht ab. Das heißt, ich kann hier ewig rumprobieren. Deswegen würde ich den auch eigentlich ungern... Ja, okay, das klaue ich dem jetzt nicht, aber... Und nicht weiter. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts geklaut. Ich habe nichts gemacht. Setz dich hin, entspann dich. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, ja, ja. Psst. Guten Tag, der Herr. Nicht mal im Traum daran. Nein, 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 nein. Ich tu nichts. Ich tu nichts, ich tu nichts. Ich stehe hier nur so rum bei deiner Kiste. Ja, ist ja gut. Aber die Rüstung war echt nicht schlecht. Die würde ich echt gern haben. Aber... Oh, Entschuldigung, ich habe deine Angel umgeschmissen. Heb die mal auf. Ich würde die Rüstung echt gerne haben. Ich will gar nicht weitergehen, ich will die Rüstung haben. Aber jetzt sieht er uns nicht. Ja, achte mal auf unseren Kollegen. Jetzt schaut er mich wieder an. Hey, mach dich mal nützlich, lenk den mal ab. Ja, genau, genau, genau. Wir sind Freunde, wir tun nichts, wir tun nichts. Zack. So. Ja, wir gehen dann mal wieder. Ne, mach's gut. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. So. Könnten wir uns eigentlich die Rüstung... Oh, ich bin verwirrt. Könnten wir uns eigentlich die Rüstung gleich mal wieder angucken? Bekleidung. Eigentlich dieselbe wie wir haben, bloß mit einem Zauber drauf. Zerstörungszauber kosten 17% weniger Magika. Stört uns jetzt eigentlich weniger.
können wir zumindest nicht viel gebrauchen, aber hm, was soll's. Was wir haben, das haben wir. Oh, pflück mal ein paar Blümchen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass in letzter Zeit so ein bisschen weniger Let's Plays kommen. Ups. Das liegt teilweise daran, dass ich und auch Tizzy ein bisschen wenig Zeit haben in letzter Zeit. Ja, hört sich komisch an, der Satz, ist aber so. Und wird aber auch wieder anders. Also es stehen schon wieder... Ein Fuchs. Es stehen auch schon wieder Projekte in den Startlöchern. Nur, naja, ich bin der beste Schütze. Gibt's da nicht. Saki, was los? Eine Woche nicht gezockt und schon kannst du nichts mehr. Spinne. Oh, Entschuldigung. Ja, es stehen aber auch wieder Projekte an. Also das ist überhaupt kein Thema. Sag mal, kann ich nicht so weit schießen, oder? Das gibt's doch nicht. Wieso treffen meine Pfeile nicht? Also irgendwie, der Nachtigallenbogen ist schon cool, ne? Aber das Zielen ist ein bisschen schwer. Muss ich sagen. Hä? Wo sind denn die jetzt? Ey, die sind ganz schön gerissen. Die Viecher. Hä? Bin ich jetzt doof? Jetzt ist aber Ruhe. Wieso lebst du noch? So. Vorbei ist. Okay. So, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Darüber müssen wir. Sollen wir schwimmen? Nee, ich... Wartet mal, ich guck mal ganz kurz. Wir könnten jetzt außen rumlaufen oder wir schwimmen einfach rüber. Ich glaube, wir schwimmen einfach rüber. Komm. Geht schon. Badespaß mit Socki. So. Ja. Kommen auch wieder mehr Projekte. Wie gesagt, ein paar haben wir schon als Ideen. In letzter Zeit kommen ja wirklich nur so Gemeinschaftsprojekte und die kommen halt eben nur einmal die Woche. Oh, die wurde von einem Säbelzahntiger umgebracht. Hallo? Naja, des einen Leid, ne? Naja, komm, warum eigentlich nicht? Was soll's? Das kannst du allerdings behalten. Die Handschuhe nehme ich mal mit. Einfach nur für Thumbnails. Aber ich glaube, hier sollten wir jetzt ein bisschen vorsichtiger... Der hat mich angegriffen, ihr habt es gesehen. Ich sehe halt überhaupt nichts. Aber hier sind auf jeden Fall Feinde. Das sieht man an dem netten roten Pünktchen. Aber wo sind die? Oh. Ich weiß gar nicht, ob unser Kollege draufgehen kann. Ich glaub's nicht. Bin mir da gar nicht so sicher. Meister? Ach, da bist du. Aber ich glaube, ich heile ihn doch mal. Sicher ist sicher. War das eine Art Heilungszauber? Das ist eine Art Heilungszauber, ganz genau. So, wir schnappen uns wieder unseren Bogen. Oh. Da ist der nächste tot. Dietriche, Gold. Nein, nein. Oh, den Mammutstoßzahn nehmen wir mit. Finde einen Mammutstoßzahn. Wunderbar, haben wir doch schon einen gefunden. Für welche Quest brauchten wir den nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Wahnsinn. Okay, weiter unserem Ziel hinterher.
Ich bin immer noch im Überlegen, ob wir den Skelettschlüssel zurückbringen sollen oder ob wir den nicht doch lieber behalten sollen. Ich bin doch noch so ein bisschen... Weil für unsere Klasse, für unsere Diebesklasse ist das halt echt ein... Wow, das sind halt 1 Million Punkte auf der Ich-bin-begeistert-Skala. Und ich bin echt am Überlegen, ob wir das Ding nicht behalten. Aber auf der anderen Seite, es wäre halt auch falsch, ihn jetzt zu behalten, irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich entscheiden kann, weil wir wollen natürlich die Diebesgilden-Quests abschließen. Und ich meine, ich könnte jetzt weitermachen und das einfach lassen. Aber ich weiß natürlich nicht... Gehen wir jetzt erst... Komm, wir gehen mal nach Falkenring. Ja, ich will mir die Stadt anschauen. Ich will da mal hin. Ich glaube, ich war da noch nie, auch privat noch nie. Und da hat mich mein Weg noch nicht hingeführt. So. Und ich bin echt unschlüssig, ob wir den Schlüssel nicht lieber doch behalten sollen, aber geht ja wahrscheinlich gar nicht. Zumindest nicht, wenn wir die Quest abschließen wollen. Was ist... Okay. Hallo? Was? Du machst mir Spaß. Ja, bleib ruhig oben. Oh, Zauberin. Genug, genug. Ich ergebe mich. Hui! Wer bist denn du? Eine Miezepatze. Und aus die Maus. Okay, was hat die hier gemacht? Und wieso hast du einen Pfeil im Auge? Okay, Orgpfeile, Magier 75% schneller. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Den Elfendolch nehme ich mal mit. Ja, wobei, komm. So, warte mal. Dich wollen wir hier nicht haben. Tschüss. Oh. Ich will gar nicht wissen, was die hier gemacht haben. Ein bisschen Gold, ein Rubin. Naja, gut. Wenn wir es da gelassen hätten, wäre es auch nicht schön. Also, was soll's. Viel war es nicht, aber... Oh, der ist leer. Warum gucke ich dann rein? Okay, wir wandern weiter. Kann ich da... Ich will da nicht runter. Aber ich mach's. Doch, es geht. Ich dachte, ich rutsche dann hier den Hang hinab und gehe jämmerlich drauf. So, wir müssten uns auch wieder ein Pferd besorgen. Da wir ja leider unsere Samira verloren haben. Aber es ist noch zu früh. Ich kann das noch nicht. Ich kann das noch nicht. Oh, okay. So ein kleines Dörfchen. Oh. Das ist ja nice. Cool. Was? Falkenring entdeckt. So, hallo. Ich pflücke euch erstmal die Blumen weg. Hier sind auch noch Blümchen. Ah, kann man hier nicht... Genau, da war doch was. Wenn ich den Hebel hier ziehe, Sägewerk, passiert rein gar nichts. Okay. Irgendwie ging das mal. Da konnte man hier die... Ah, genau, ich musste erst einen Baumstamm reinschmeißen. Genau, so war das. Streng dich an! Socki ist schon eine Berserkerin. Das ist schon echt beeindruckend. Wir könnten mal die Kapuze abnehmen, fällt mir gerade auf. Solange wir nicht in einem Dungeon sind. Ah, cool. Und mit der Mühle, die den... Also die, der Fluss treibt jetzt das... das Rad an und dann geht das hier auf und ab. Sau cool. Können wir uns ja mal angucken. Oh, da liegen schon ein paar. Nett. Okay. Plumps. Haben wir das auch mal gemacht. So, hier runter.
Die Kapuze wollte ich mal abnehmen. Bekleidung. Genau, hier, so. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein, ein paar Wölfe, aber keine Hunde. Ich habe ganze Hudel. Hunderudel. Ich habe ganze Hunderudel gesehen. Was für ein Hund? Nö, haben wir nicht. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Natürlich, natürlich. Machen wir doch sehr gerne. Willkommen in Faltenring. Ich danke dir. Ihr seid alle wahren Söhne von Himmelsrand willkommen. Okay. Aber ich bin kein Sohn, ich bin eine Tochter. Auch egal. So, schauen wir uns hier ein bisschen um. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dann zum Dämmergrab. Oh, ein Schmied. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Nein, tut mir leid, ich habe keinen Hund gesehen. Die Torwache erwähnte einen Hund. Ich habe ganze Hunderudel gesehen. Nein. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ja, okay. Ja, ich kann ihn einfangen. Gut. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Okay, vielleicht finden wir ihn zufällig. Ich werde jetzt nicht auf die Suche nach dem Hund gehen. Wenn wir ihn sehen, dann vergesse ich das wahrscheinlich und erschieße ihn oder so. Nein, auf Hunde schieße ich nicht. Das ist das Schmiedsymbol. Was haben wir hier? Ah! Das nenne ich Pech. Mitten in der Wildnis mit dieser verrückten alten Frau gefangen. Todmannstrunk. Dann gehen wir da mal rein. Vielleicht gibt es ein paar Geschichten von den Leuten. Vielleicht erfahren wir auch was über eine Quest. Vielleicht. Ja. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ach, das ist doch schön. Hier gefällt es mir jetzt schon. So. Ist euch schon mal aufgefallen, dass hier in Himmelsrand alle Kneipen gleich aussehen? Die Männer hier in Windeseile um euren Finger wickeln. Wieso? Damit ich so wie du werde, oder? Irgendwie bist du gar nicht irgendwie... Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Alter, ein bisschen weniger Schminke, Mädchen. Oder wurdest du verdroschen? Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Abenteuer mitzunehmen. Aber ich kann Valga nicht einfach so im Stich lassen. Alter, das ist schon echt viel Schminke, oder? Da kriegt man ja Angst. Dich würde ich nicht mitnehmen. Willkommen im Todmannstrunk. Danke. Ich bin dem Kampf in Cyrodiil entkommen und in Himmelsrand holt er mich wieder ein. Ah, Cyrodiil. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay, töten den Banditenführer. Können wir machen. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Na klar. Hier passiert nicht viel Aufregung. Ihr werdet euch wahrscheinlich zu Tode langweilen, wenn ihr zu lange und bleibt. Mit lautem Klirren folgte schnell lieb auf ihn, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Warum? Das Schädel rollt auf dem Boden nicht umher. Warum? Warum? Ja, Mama. Warum will nie jemand... Das ist ihre Mutter. Warum will nie... Was zu trinken? Nein. Warum will nie jemand neben mir sitzen? Ich hab doch in der ersten Folge gebadet. Wir sind ja jetzt nur bei Folge 84, 85, ich weiß gerade gar nicht. Ich war einmal Jarl, aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Okay, ihr sagt, ihr wart früher ein Jarl? Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft.
Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jahr laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sidgeier. Der ist ein wahrer Freund Sirodiils. Sirodiils? Du meinst Sirodiils? Ihr sagt, es gibt eine Verschwörung gegen euch. Ach nee, weißt du was? Pass auf, was ihr sagt! Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Okay. Ist ja gut. Kollege, du... Ich bin direkt hinter euch. Wartet hier. Geht nur. Kannst du hier in der Kneipe ein bisschen austoben? Ich guck... Oh Gott. Also die Baden-Damen singen hier wesentlich schöner wie die Baden-Herren. So, ich guck mich hier noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Lodas Haus. Oh, da kann ich sogar rein. Bin ich da denn willkommen? Guten Tag. Nur die Mutigen sind in diesen Tagen auf der Straße unterwegs. Das ist der Schmied. Ich dachte schon. Der Krieg lässt Himmelsrand bluten. Hier ist der Schmied, da ist die Schenke. Was ist das hier? Ah, okay. Waren aus Graukiefer? Wahrscheinlich so ein Ihr werdet feststellen, allerlei Händler. Dass Olaf und ich die einzigen wahren Nord in Falkenring sind. Ja, und übrigens, deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich weiß bloß gerade nicht von wem. Gut. Diese Valga Vinicia ist ein Klatschweib und eine Unruhestifterin. Bull und? Ja. Ihr werdet feststellen, dass mein Bruder Solaf und ich die einzigen wahren Nord in Falkenring sind. Ich glaube, ich beklaue dich später. Aber jetzt noch nicht. Was haben wir hier? Oh. Ah, okay. Gut. Das ist also so ein Allerlei-Laden, aber anscheinend hat der nicht geöffnet oder der will uns nichts verkaufen oder was auch immer. Hier war der Schmied, die Schenke. Okay, was gibt's hier hinten noch? Eine das Ziege. Nenne ich mich. Mitten in der Wildnis mit dieser verrückten alten Frau gefangen. Langhaus des Jarl. Okay. Tach, ich wollte mal Hallo sagen. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Ach nee, der sitzt nur genauso da wie der andere auch. Jeder Jarl sitzt gleich da. Das Banner ist auch irgendwie... Naja. Ja, nicht mein Fall. Was wollt ihr? Am liebsten würde ich dir so in deine... Boah, die Stimme geht gar nicht. Die Schuhmäntel wollen die Freiheit, verstehen aber nicht, dass sie einen Preis hat. Ach so, die Schuhmäntel wollen die Freiheit. Oh, Alter, nee. Erschwert euch eure Unerfahrenheit die Arbeit? Wie seid ihr so jung Jarl geworden? Ja, das interessiert mich mal. Mein Onkel Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Naja, zum Glück. Zu deinem Glück vielleicht. Erschwert euch eure Unerfahrenheit die Arbeit? Ja, das frage ich einfach mal. Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Sprich, du bist ein fauler Sack, der nur auf seinen vier Buchstaben sitzt und Arbeit anderen Leuten aufhalst und nur von der Hand in den Mund lebt. Sich praktisch ins gemachte Nest gesetzt. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Halt die Klappe. Von dir nehme ich keine Aufträge an. Du bist ein faules Stück Dreck. So was Arrogantes. Der Bengel soll mal was arbeiten. So, was haben wir denn hier? Okay. Gebräue. Was ist hier? Die Kaserne.
Da können wir doch mal reingucken. Und dann müssten wir die Folge beenden, sehe ich gerade. Tach. Du hast da einen Bärenkopf über dir. Was ist? Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Jo. Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Da habe ich schon einige getroffen, die das gesagt haben. So, wo geht's hier hin? Ins Gefängnis. Ja, können wir doch auch mal machen, so als Besucher. Grüß dich. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Oh Mann. Wer ist denn das? Wer bist du denn? Ihr braucht etwas? Nein. Sinding? Wer bist du? Seid ihr zum Monsterangaffen hier? Weshalb hat man euch hier eingesperrt? Ein kleines Mädchen ist meinetwegen tot. Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Welcher Ring? Das ist der Ring von Hirsine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Okay, ich tippe mal ganz schwer auf Werwolf. Was für Verwandlungen? Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann. Aber ich spüre das Tier in mir immer noch. So stark wie zuvor. Was werdet ihr jetzt machen? Wer ist Hirsin? Und deshalb habt ihr das Mädchen angegriffen. Ich war gerade nach Falkenring gekommen. Sie brauchten Hilfe in der Mühle. Und ich dachte, es wäre etwas Sicheres. Etwas, das ich tun könnte. Als ich das kleine Mädchen sah, war ich einfach... Ich konnte es spüren. Ich schmeckte die... Ich musste jagen. Aber dieser jämmerliche, beschränkte Körper war für die Jagd nicht gemacht. Langsam. Keine Krallen. Schwache Zähne, die nur Brei kauen können. Ich hielt meine Wut, solange es ging, zurück, aber innerlich kochte ich. Sie wirkte so zerbrechlich. Hilflose Beute und dann... Es ist schrecklich, was geschehen ist. Was ich getan habe. Es wäre wahrscheinlich das Beste für alle, wenn ich einfach verschwinden würde. Naja, gut. Einerseits, ein junges Mädchen ist wegen ihm tot. Andererseits, er kann ja nichts dafür. Ist schwierig. Wer ist denn diese Hirsin? Kennt ihr nicht den dädrischen Fürsten der Jagd? Er freut sich am Jagen und hat den Sterblichen auch das Geschenk der Lykanthropie gemacht. Eine starke Kraft, der man aus dem Weg gehen sollte. Das habe ich zu spät erfahren. Was werdet ihr jetzt machen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hirsine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hirsine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam ein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher.
Okay, dann bring ich halt den Ring zu dem Fürsten. Oh, ihr würdet das für mich tun? Ja. Nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück. Aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Ich dachte, du wolltest hier sterben. Wie sollen sich unsere Wege noch mal kreuzen, wenn du hier... Okay, er hat nicht vor, hier zu bleiben. Okay. Ja. Wache? Wache! Der klettert einfach raus. Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, wir beenden jetzt hier diese Folge. Ich gehe nur noch kurz raus. Halt die Klappe. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann wirklich auf zum Dämmergrab und bringen den Schlüssel, denke ich mal, zurück. Das wird sich ja dann ergeben. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.